Sie sehen es wieder. Aufgabe 2. Für die Verwendung in einem Handy-Akku soll eine Batteriekapazität von 4000 mAh erzielt werden. Wie viel Gramm Kathodenmaterial benötigen Sie, wenn davon ausgegangen wird, dass die spezifische Ladung etwa 75% realistisch nutzbar sein werden und die spezifische Ladung 274 mA pro Gramm beträgt? An der Aufgabenstellung sehen Sie, es ist der gleiche Akku wie der, den wir eben hatten. Ja, da haben wir ja genau 274 mA pro Gramm rausbekommen. Es soll dabei davon ausgegangen werden, dass der limitierende Faktor für die Batteriekapazität nur die Kathode ist, also nichts am Gehäuse oder irgendwelche Kriechströme oder Defekte. Ja, also ideale Verhältnisse. Wir verwenden hier wieder die Gleichung. Also es geht um Aufgabenblatt 3, Aufgabe 2. Und wir verwenden wieder die Formel, die wir eben auch schon gehabt haben, nämlich die spezifische Ladung ist Z mal Faraday-Konstante mal M durch M. Und das stellen wir jetzt um. Das stellen wir jetzt um, indem wir M ausrechnen wollen. Und zwar kommen wir dann auf M gleich 3 Q theoretisch durch Das machen wir anders. Also, das geht schneller. Anders. Da braucht man gar nicht so viel zu rechnen. Ich mache das mal wieder weg. Den Strich mache ich wieder hin. Wir können sagen, wir wissen ja, es geht hier nur um 75%. Das heißt, wir können sagen, die Masse der Kathode wäre jetzt die, ja, das geht eigentlich viel leichter. Geht viel einfacher. Wir haben die 4000 Milliampere-Stunden, die soll unser Akku erreichen. Ja? Und wir wissen ja, wir haben eine Ladung von 274 Milliampere-Stunden pro Gramm. Das heißt, 4000 soll es haben, 274 mAh pro Gramm gibt's, ist die praktisch die Ladungsdichte und wir können 75% nutzen, also 0,75 und dann können wir praktisch einfach das, was wir wollen, durch das, was wir Gramm haben, teilen, dann kürzt sich das weg, Gramm geht hoch und dann kommen wir insgesamt auf, also immer so Dreisatz nicht vergessen, der ist manchmal viel schneller an der Stelle. Und kommen dann ungefähr auf 19,46 Gramm. Genau, das war es eigentlich schon. Also immer aufmerksam lesen, die Aufgabe war viel einfacher als gedacht. Also unser Handy-Akku braucht 19,4 Gramm. Okay, können den Film beenden.